So, wir kommen zum ersten Thema heute Abend. Das Thema Jünger sein, Christ sein. Wer würde sich hier in diesem Raum als Christ bezeichnen? Wer als Jünger? Ja, manche zeigen doppelt. Wenn wir so auf der Straße unterwegs sind und wir mit Menschen sprechen, dann treffen wir viele Leute an, die auch sagen, sie sind Christen. Habt ihr sicher auch schon angetroffen, ja? Ja, da fragt man, ja, ich bin auch Christ, ja? Und dann kommen so verschiedene Argumente, warum, also sie sagen, warum sie Christ sind. Manche sagen, ja, sie sind getauft als Baby, in der Gemeinde, in der Kirche eingesegnet, also getauft, deswegen bin ich Christ. Manche sagen, sie sind Christen, weil sie ja in einem christlichen Abendland aufgewachsen sind, bezeichnen sich als Christen. Manche gehören einer Kirche an. Und dann gibt es manche, die sagen auch, ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Und dann sagen wir, ja, Amen. Andere sagen, Jesus, ich glaube an Jesus, deswegen bin ich Christ. Aber auch da sagt die Bibel, die Dämonen glauben auch und sie zittern. Andere sagen vielleicht, ja, Jesus ist mein Herr. Und Jesus sagt auch, nehmt mich nicht nur Herr, Herr, sondern tut, was ich euch gebiete. Wenn wir nach dieser Definition Christ sein gehen, dann müssen wir sagen, 2 Milliarden Menschen auf dieser Welt sind Christen. Und wenn das so wäre, dann wäre diese Welt nicht die sie ist. Nicht? Also wir sehen schon, der Begriff Christ ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff. Wir sehen, Jesus selber hat diesen Begriff so nie gebraucht. Was denkt ihr, wie viel Mal kommt dieser Begriff vor in der Bibel? Also die, die jetzt wissen, die sollen nichts sagen. Die haben letztes Mal, Roni weiß es natürlich, klar. Was denkt ihr? 10 Mal. Wer ist für 10 Mal? Weniger oder mehr? Wer ist für weniger? Okay, die meisten, hey. Super. Ja, das ist tatsächlich viel weniger. Es ist 3 Mal. 3 Mal kommt der Begriff Christ so vor in der Bibel. Und 2 Mal, also im Neuen Testament, und 2 Mal finden wir ihn vor allem von Leuten gesagt, die nicht gläubig sind. Also sie sagen, das sind die Christen, die kleinen Christusse. So, die machen, was Christus gemacht hat, das sind die kleinen Christusse. Genau. Und wir sehen aber in der Bibel einen anderen Begriff, der viel mehr verwendet wird, nämlich der Begriff Jünger. Und dieser Begriff wurde sehr viel verwendet, auch von Jesus, Jünger oder Nachfolger. Was denkt ihr, wie viel Mal wird dieser Begriff in der Bibel verwendet? Denkt ihr, sagen wir mal 100, nehmen wir mal 100. Was denkt ihr, mehr oder weniger als 100? Wer denkt weniger als 100? Nehmt mal da, ihr wisst es. Mehr? Ah, sehr schön, alle. Also 200 Mal. Mehr? Wer denkt mehr? Ja. 268 Mal Jünger. Also sehen wir schon, dass dieser Begriff viel, viel wichtiger für uns ist. Und es geht hier ja nicht darum, um den Begriff an sich, sondern es geht um Definition oder was steht dahinter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns fragen, wenn dieser Begriff so viel vorkommt im Neuen Testament, ja, was bedeutet denn das, ein Jünger zu sein, ein Jünger von Jesus zu sein, ein Nachfolger von Jesus zu sein? Und das möchten wir heute Abend ein bisschen mit euch anschauen. Was heißt denn das, ein Jünger von Jesus zu sein? Wir sehen auch in Matthäus 28, wo Jesus den Missionsbefehl, den wahrscheinlich die meisten hier im Raum kennen, den Missionsbefehl weitergibt. Matthäus 28, was sagt Jesus da? Was sollen sie machen? Ja, geht hin und macht Jünger. Er sagt, macht zu Jüngern. Er sagt hier nicht irgendwas wie, geht hin und evangelisiert oder ja, erzählt von mir, sondern macht Jünger, sagt er. Das ist der Auftrag, er gibt einen Auftrag. Macht zu Jüngern. Wir sehen schon ziemlich am Anfang in den Evangelien, wo Jesus die ersten Leute zu sich ruft,
dass er sie in die Nachfolge, in die Jüngerschaft ruft. Und wenn wir mal aufschlagen, Matthäus 4, könnt ihr mal da hingehen, Matthäus 4, Vers 19 bis 20, wollen wir mal diese Stelle lesen. Weil ich denke, da in diesem kleinen Abschnitt finden wir eigentlich so, ja, auch eine Definition, die wir dem Jüngersein zuschreiben können. Matthäus 4, Vers 19 bis 20. Ja, wir können eigentlich schon bei 18 anfangen. Damit müssen wir zusammenhängen. 18 bis 20. Will das mal jemand lesen, ganz laut, sodass alle das hören? Ja, Ilona. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und dessen Bruder Andreas. Mhm. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Mhm. Genau. Was haben die gemacht? Was haben die gemacht? Sag das noch. Was haben sie gemacht? Sind ihm nachgefolgt. Wir machen mal ein kleines Experiment. Das mal mir nachfolgen. Folgen wir mal nach. So. Ja, das wird schwierig hier, aber wir gehen hier durch. Ja. So. Ja. Jetzt machen wir einen Sprung. Hey, super! Du bist ein super Jünger. Ist doch eigentlich simpel. He? Einfach nachgehen und machen, was der davor macht. Eigentlich könnten wir jetzt enden, jetzt wissen wir, was ein Jünger ist. Wir werden noch ein bisschen mehr darüber lesen. Aber ja, eigentlich ist es das, Jesus so nachzufolgen, zu tun, was er getan hat, zu lernen von ihm. Da werden wir nachher noch hinkommen. Wir finden hier, wenn wir so diesen Text ein bisschen analysieren und anschauen, jetzt Vers 19, dann sehen wir da so ein bisschen, so drei Punkte, habe ich da so herausgeschält, die mit Jüngerschaft oder mit Nachfolge zu tun haben. Der erste Teil ist, das hast du sehr schön gesagt, der Name Gabi, gell? Gabi. Alles stehen und liegen lassen. Der erste Teil eigentlich, sie haben das Alte hinter sich gelassen. Das alte Leben haben sie hinter sich gelassen. Und das zweite, sie haben Jesus als neuen Chef akzeptiert, als neuen Meister akzeptiert. So, Jesus ist jetzt unser Meister. Wir sind nicht mehr da beim Fischen, sondern wir haben einen neuen Auftraggeber, wir gehen mit Jesus. Und das Dritte, was wir sehen, ist, sie bekommen eine neue Bestimmung, eine neue Aufgabe. Nämlich, Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Also diese drei Dinge, das Alte hinter sich zu lassen, Jesus als Meister, als Chef akzeptieren und eine neue Bestimmung, einen neuen Auftrag bekommen. Das Alte hinter sich zu lassen. Das heißt da verließen sie alles und folgten ihm nach. Wie müssen wir das verstehen? Wir können natürlich jetzt von dem Text her, den wir hier finden, können wir jetzt sagen, hey, die Jünger, die haben alles liegen lassen, also auch ihren Job. Das heißt, also wenn ich Jesus anfange nachzufolgen, dann verlasse ich meinen Job und folge Jesus nach. Aber das ist nicht die Meinung, und das werden wir auch sehen, wenn wir im Evangelium ein bisschen nach diesem Begrifflichkeiten nachschauen, was das bedeutet. Lasst uns einmal in Lukas 9 gehen. Lukas 9, Verse 23 bis 24. Genau, ich werde viele Stellen auch erwähnen, die wir jetzt nicht nachschlagen können, einfach zeitlich, sonst kommen wir da nicht durch. Aber suchen ein paar Stellen auch nachzuschlagen. Also Lukas 9, Verse 23 bis 24. Kann das auch jemand mal laut lesen? Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Jesus spricht hier vom Kreuz auf sich nehmen. Er spricht davon, sich selber zu verleugnen. Und das ist etwas,
was Jesus damit meint, seine Selbstbestimmung aufzugeben. Nicht mehr ich bestimme über mein Leben, sondern jetzt bestimmt Gott über mein Leben. Und das Kreuz, wenn Jesus hier vom Kreuz spricht, dann war für die Jünger ganz klar, für jeden in dieser Zeit war klar, wenn du jemanden siehst mit dem Kreuz durch Jerusalem marschieren, dann weißt du, dieser Mensch geht und stirbt am Kreuz. Das war für die ganz klar, dass das Kreuz nicht einfach, weil bei uns manchmal ein Anhänger oder sowas ist, sondern das Kreuz war das Todesurteil. Und Jesus sagt hier, hey, ihr müsst euch selber sterben. Ihr könnt nicht mehr selbstbestimmt leben. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr euer eigenwilliges Leben aufgeben. Nicht mehr mein Wille, sondern Gottes Wille. Und das sehen wir bei Jesus. Jesus hat gesagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Jesus hat nicht nach seinem eigenen Willen gelebt. Jesus hat nach dem Willen des Vaters gelebt. Und das bedeutet es auch für uns, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir unser eigenes Leben aufgeben. Dass wir uns entscheiden und sagen, nicht mehr ich soll bestimmen, sondern Jesus, du sollst in meinem Leben bestimmen. Das alte Ich, das alte Sein aufgeben. Und er spricht hier davon, er sagt täglich. Es ist eine Entscheidung beim ersten Mal, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, aber dann eine tägliche Entscheidung zu sagen, Jesus, ich will für dich leben, ich will mit dir leben, nicht mehr für mich selber leben. Deswegen sagt Jesus hier täglich. Es ist eine tägliche Entscheidung. Und Paulus spricht dann an vielen Stellen davon, auch Christus anzuziehen. Und ich glaube, wir sollen jeden Tag diese Entscheidung treffen und sagen, hey, nicht mehr ich will heute bestimmen, sondern Jesus, du sollst bestimmen. Du sollst bestimmen in meinem Leben. Nicht mehr selbstbestimmt leben, Gott bestimmt zu leben. In Matthäus 10 sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und in Lukas 14, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet nichts. Nichts darf mir mehr teurer sein. Nichts darf mir teurer sein und wertvoller sein als Jesus in meinem Leben. Keine Beziehung, Jesus sagt hier ganz klar, keine Beziehung oder irgendetwas darf dazwischen hineinkommen. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Frauen, unsere Kinder oder lieben sollen, unsere Eltern lieben sollen. So. Ja. Aber sie sollen nicht wertvoller, sie dürfen nicht wertvoller werden für uns. Und manche müssen sich gegen die Familie entscheiden, um Jesus nachzufolgen. Und viele in dieser Welt, wir wissen, dass viele Gläubige sind unter Verfolgung und müssen sich, auch gerade aus muslimischem Hintergrund, gegen ihre Familie entscheiden. Weil die Familie sagt, hey, du bist nicht mehr mein Kind, wenn du Jesus nachfolgst. Und die verlieren alles, die verlieren alles. Und das bedeutet Nachfolge, das bedeutet Jüngerschaft, das bedeutet dieses Alte aufzugeben, nicht mehr für sich selber zu leben, sondern wirklich in der Bestimmung von Jesus zu leben. Das, was er für unser Leben hat, nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille. Wir haben das Beispiel in Lukas 18 vom reichen Jüngling. Und auch da sehen wir, der Reichtum kann ein Hindernis sein, um Jesus nachzufolgen. Bei diesem Jüngling war das ein Problem. Und Jesus sieht genau in sein Herz und er weiß, dieser Reichtum, das heißt nicht, dass das Reichsein grundsätzlich heißt, du kannst Jesus nicht nachfolgen, wenn du reich bist. Aber dieser Reichtum wurde zu seinem Gott und er konnte ihn nicht aufgeben. Wir wissen nicht, was später passiert ist, aber er ging traurig davon, heißt es. Er ging traurig davon. Und dann sagen die Jünger, dann ist es ja unmöglich. Und dann sagt Jesus etwas ganz Schönes und mega Ermutigendes für uns alle. Er sagt, bei Menschen ist es unmöglich, ja, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es bedeutet auch nicht zurückzuschauen. Wenn wir anfangen, unser Altes hinter uns zu lassen, dass wir nicht mehr auf das Alte sehen, dass wir nicht mehr zurücksehen. In Lukas 9, Verse 61 bis 62 lesen wir von einem jemanden, der Jesus nachfolgen will. Und er sagt, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes.
Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Jesus hat nichts dagegen, dass wir Abschied nehmen von unseren Familien. Aber diesem Mann, das hat Jesus gesehen, war das ein Problem, die Familie. Er wollte nochmal, einmal zurück, einmal noch etwas ohne Jesus machen. Und wir sehen das auch bei den Israeliten in Ägypten, als sie aus Ägypten herausgekommen sind. Wer kennt die Geschichte von Israel im Alten Testament? Wer hat die mal gelesen? Viele. Sie kamen aus Ägypten heraus, durch das Rote Meer. Mose hat sie durch das Rote Meer geführt und in Richtung gelobtes Land, wo Gott ein Land verheißt hat, in dem Milch und Honig fließt. Und sie sind in der Wüste unterwegs und was fangen sie an? Sie fangen an zu murren. Sie fangen an zu murren und im 2. Mose 16,3 heißt es: Wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen. Sie wünschten sich zurück nach Ägypten. Plötzlich war das nicht mehr so schön in der Wüste. Sie hatten kein Essen, sie haben Schwierigkeiten erlebt. Und plötzlich fingen sie an zu murren und zu sagen, hey, wären wir besser da geblieben, hätten wir auch da sterben können. Schon krass. Aber wir wissen alle, dass es uns manchmal auch so geht. Dass wir in Situationen kommen, die einfach schwierig sind und dann denken wir, Und dann kommt der Teufel und sagt, war doch besser früher. He? Hattest du diesen Stress nicht? Hattest du keine Versuchung, konntest du einfach leben, wie du willst. Und auch das trifft uns. Deswegen, wir dürfen nicht zurückschauen. Wir sollen vorwärts schauen auf Jesus. Im Hebräer 12 lesen wir das. Unseren Blick auf Jesus zu richten. Er sagt, wir sollen unseren Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens richten. Auf ihn unseren Blick richten. Nicht auf die Vergangenheit, sondern auf Jesus. Und wenn wir beim Leiden sind, da sagt Paulus auch in Römer 8, er sagt, diese Leiden in dieser Welt, die sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir eines Tages haben werden. Amen. Und wenn wir auf Jesus blicken, dann blicken wir auf diese Herrlichkeit und wissen, hey, es erwartet uns etwas Wunderbares. Und dann ist das hier ein, wie sagt man? Pipifax. Ein Hauch. Es ist nichts im Vergleich, dieses Leiden, das bisschen, was wir hier erleben, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir eines Tages bei Jesus haben werden. Der Ruf in die Nachfolge zeigt auch die Richtung an. Die Richtung ist Jesus. Ihm nachzufolgen. Dann sehen wir, dass ein Jünger jemand ist, der Jesus als seinen Herrn und Meister akzeptiert. Der einen neuen Herrn, einen neuen Meister annimmt. Und wir sehen das hier an dieser Stelle. Sie akzeptieren Jesus als ihren Meister. Sie verlassen alles und sie folgen ihm nach. Was bedeutet das, wenn wir Jesus als Meister akzeptieren? Lukas 9, wo wir vorher schon waren, Lukas 9, Verse 59, 60, da lesen wir auch so eine Begebenheit in diesem gleichen Zusammenhang, wo jemand kommt und Jesus nachfolgen will. Kann das mal jemand laut lesen? Lukas 9. Er sprach aber zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir vorher hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Genau. Wir sehen hier, dass Jesus hat nichts dagegen, gegen Beerdigungen. Oder dass man, wenn der Vater stirbt, dass man dann auch an die Beerdigung geht. Aber in diesem Fall ist ziemlich sicher, dass der Vater noch nicht tot war. Sondern er wollte einfach noch die Zeit abwarten, bis der Vater gestorben ist, ihn dann zu beerdigen und dann kann ich Jesus nachfolgen. Und wir sehen, dass Jüngerschaft, dass Nachfolge keinen Aufschub duldet. Jesus sagt, lass die Toten begraben. Du aber folge mir nach. Jüngerschaft, Nachfolge duldet keinen Aufschub. Und dieser Mann, das sehen wir auch hier, dieser Mann wollte auch noch etwas ohne Jesus machen. Er wollte einfach noch die Zeit mit seinem Vater verbringen.
Und wenn Jesus unser neuer Meister ist, dann wollen wir tun, was er sagt. Was wir vorher auch gehört haben, dann wollen wir nicht mehr selbstbestimmt leben, sondern dann wollen wir gottbestimmt leben. Dann wollen wir auf unseren neuen Meister hören, was er uns sagt. Es bedeutet, bei Jesus zu sein, um von ihm zu lernen. In Markus 3, 14 lesen wir, dass Jesus die 12 Jünger bestimmt hat, damit sie bei ihm seien. Und damit wir von Jesus lernen können, müssen wir bei Jesus sein, müssen wir in seiner Nähe sein. Dieses Wort Jünger, Mathetes im Griechischen, dieses Wort bedeutet eigentlich Lehrling, ein Lehrling zu sein. Der Meister, Jesus, ist unser Vorbild und wir sind Lehrlinge und wir lernen von unserem Meister Jesus. Ich habe, mein erster Beruf, den ich gelernt habe, war Mediengestalter. Wer von euch hätte Interesse, mal Mediengestalter zu lernen? Freiwilligen, ich brauche Freiwilligen, ja. Sivas. Ah, Sivas, nicht Silas. Sivas. Sivas, ja? Schön, dass du dich gemeldet hast. Dass ich freiwillig gemeldet hast. Ja, komm doch mal. So. Sehr schön. Sehr schön, dass du das lernen möchtest. Das geht 4 Jahre. 4 Jahre Ausbildung. Und ich habe hier ein Buch, das ist sozusagen die Bibel für Mediengestaltung. Und da findest du alles, was du wissen musst über Mediengestaltung. Wir machen das so, morgens, du kommst so um 7, 8, du hast so ein bisschen fließende Arbeitszeiten, du kannst einstempeln, so mit dem Stempel, wie sagt man dem? Stempelkarte. Stempelkarte, genau, Stempelkarte. Kommst du morgens einfach 8 Stunden am Tag, wäre gut, wenn du hier wärst, sonst hast du Minusstunden, ist auch nicht so schön. Kommst du, dann setzt du dich an deinen Platz und dann nimmst du das Buch und dann fängst du an, dieses Buch zu studieren und zu lesen. Du hast 4 Jahre Zeit. Du hast auch noch so ein paar andere Lehrlinge um dich herum, die sind schon weiter als du, die kannst du auch fragen, wenn du Fragen hast und so. Genau, und dann lernst du das und kannst abends dann einfach Schluss machen nach deinen 8 Stunden, mittags machst du eine kleine Mittagspause. Ja, ist das gut? Okay. Und wenn du Sachen siehst, die du spannend findest oder die wichtig sind, kannst du die anstreichen mit deinem so Marker. Ja, also da, ich gebe dir das. Da ist dein Arbeitsplatz, kannst dich setzen. Kannst dich mal setzen. So, gut. Also 2 Jahre sind um. Hä? Also, Sivas, und wie geht's? Ja, ganz gut. Hä? Bist du schon weit gekommen da? Ja, sehr weit. Ja, schon fast durch, oder? Fast nicht. Oh, aber Hälfte hast du schon, habe ich gesehen. Ja, sehr schön. Ja, du machst dich gut. Ja. Dann noch 2 Jahre, dann hast du Abschlussprüfung. Mach weiter so. Ja. Okay. Dann noch 4 Jahre. Genau. So, schön. Hey, du hast alles geschafft. Hä? Ich habe gesehen, du hast deine Abschlussprüfung auch geschafft. Top-Note. Hast alles gewusst, was du wissen musst. Ich meine, hey, du bist ready. Ich wollte mal Urlaub machen, so 5 Wochen. Und ich habe gedacht, ich könnte dir mal vielleicht die ganze hier Abteilung mal übergeben, dass du mal den ganzen Laden hier schmeißt. Es hat ein Kunde, der möchte ein Redesign von seinem Logo machen. Der möchte so eine, der möchte auch noch eine neue Webseite und eine Imagebroschüre und verschiedene Sachen. Kannst du dich mit dem zusammensetzen, schaust dir das an, dann gestaltest du dem mal was. Schaust auch mit dem Drucker, schaust dir das an, dass ihr das drucken könnt. Kriegst du hin, oder? Ja, schön. Viel Spaß, hä? Was denkt ihr, würde die Firma lange bestehen? So. Wir wissen alle, dass so funktioniert eine Lehre nicht. Keiner von uns wäre fähig, selbst wenn du die Prüfung super geschrieben hättest und du wüsstest alles, was da drin ist, die Praxis sieht dann doch anders aus. Wenn du dann am Computer sitzt und dann vor diesem Programm sitzt und du hast nur darüber gelesen. Oh, wo sind jetzt diese Einstellungen? Oh. Kämst du nirgends hin. Ja. Und so ist es doch oft, wenn wir dieses Buch studieren, dass es einfach beim Studieren bleibt und wir nicht wirklich Lehrlinge werden von Jesus. Lehrlinge, die auch fähig werden, die Dinge zu tun. Und das ist das, was Jesus möchte. Jesus möchte nicht nur, dass wir so einen Wasserkopf haben, sondern dass wir... Das möchte er auch nicht. Ja, genau. Dass wir lernen, die Dinge zu tun, die er uns gebietet. Deswegen sagt er ja, nehmt mich nicht einfach her, sondern tut, was ich euch gebiete. Und ich denke, viele von uns sind jahrelang in Gemeinden gesessen und haben sich einfach Predigt und Botschaft angehört, aber haben nie gelernt, diese Dinge zu tun. Wissen gar nicht, wie sie
ja, wie sie diese Dinge tun, wie sie für Menschen beten, wie sie mit Menschen über das Evangelium sprechen, wie sie das Evangelium erklären können. Und denken dann, ja gut, wenn ich jetzt jemanden habe, der interessiert ist, dann bringe ich den einfach zum Pastor, der macht den Job für mich. Jesus möchte, dass wir auch die Werke tun, die er getan hat. Er sagt in Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Es geht hier um das Werke tun, nicht nur zu hören, sondern sie zu tun. Und das Ziel von Jesus, was ist das Ziel von Jesus mit unserem Leben? Was ist das Ziel von Jesus mit unserem Leben? Was möchte er? Ja, Marlies? Retten, ja, natürlich retten, aber er hat ein Ziel. Wenn er uns erlöst hat, dann hat er ein Ziel mit uns, mit unserem Leben. Ja, wer hat das gesagt? Ja, das ist genau, dass wir so sind wie er. Dass wir in sein Bild verwandelt werden. Wo steht das? 2. Korinther 3,18. 2. Korinther 3,18. Schön. Und auch Römer 8, 29 und Epheser 4. Dass wir in sein Bild verwandelt werden. Dass wir umgestaltet werden in sein Bild, so wie er werden. Und wir dürfen auch Fehler machen. Wir dürfen auch Fehler machen. Jesus hat nirgends gesagt, wir dürfen keine Fehler machen. Weil wenn wir nicht anfangen, Dinge zu tun, dann ist klar, dann werden wir auch nie einen Fehler machen. Aber wir alle wissen, dass wir aus Fehlern viel lernen und wachsen. Meine Frau, Tabea, ich weiß nicht, ob sie hier ist. Nee, sie ist nicht hier. Die ist eine super Bäckerin. Wer kann das bestätigen? Absolut. Alle, die ihr seht, haben schon von ihrem Brot gegessen. Ich kann sehr gut backen. Und ich habe mich schon immer gefragt, wie sie das macht, wie sie das hinkriegt. Und dann habe ich sie eines Morgens erwischt. Stand ich in der Küche früh morgens, sie kommt um 5, 6, fängt sie an, zu Teig vorzubereiten. Dann stand sie da zuerst. Dann hat sie, Herr, gib mir die Salbung, um Brote zu machen. Und dann fing sie an und hat die Brote gebacken. Und dann wusste ich, jetzt weiß ich, warum die so gut sind. Das funktioniert nicht so. Sie hat das gelernt. Sie hat das gelernt. Mit Übung. Sie hat immer wieder Brote gebacken. Die ersten waren noch nicht so gut und dann irgendwann waren sie besser und besser und besser und besser. Und so ist es auch im Leben mit Jesus. Wir lernen, mit ihm zu wandeln. Ist ein Training. Dann machen wir einen Fehler, dann merken wir, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, aber wir lernen aus diesem Fehler. Und dann werden wir mutig und wir werden fähiger. Und viele von uns, also ich würde sagen, die alle hier, haben irgendwelche Fähigkeiten, können irgendetwas gut, was sie viele Jahre gemacht haben, sei es kochen, sei es am Computer, irgendwelche Dinge, was auch immer. Und warum können wir das? Weil wir es viel gemacht haben. Und durch das wir es viel gemacht haben, wurden wir mutig und wurden fähig. Und wenn uns jemand fragt, können wir Antwort geben, können sagen, ah, so und so, so, so geht das. Und das kam nicht über Nacht, sondern das kam durch die Übung. Und das gleiche Prinzip ist es, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir von ihm lernen. Jakobus 1, 22 sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht alleine Hörer. Wir sollen Täter des Wortes werden. Und Jesus hat uns in Matthäus 28 den Auftrag gegeben, zu Jüngern zu machen. Und in diesem Zusammenhang sagt er auch noch etwas anderes. Er sagt, wie wir Jünger machen sollen. Er sagt, indem wir ihnen beibringen, also er sagt es zu seinen Jüngern, den Aposteln, die zu dieser Zeit leben, zeigt ihnen oder lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Damit heißt das, also sie sollen auch diesen Auftrag weitergeben. Das heißt, dieser Auftrag gilt ja auch für uns. Also auch wir sollen alles lernen, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und was hat Jesus denn seinen Jüngern beigebracht? Was kommt euch so in den Sinn? Was hat Jesus seinen Jüngern alles beigebracht? Was hat er sie gelehrt? Fischen. Ja, Fische. Fische. Heilen, genau, krank heilen, ja. Dämonen auszutreiben. Mega praktische Sache. Ja. Ja, das ist so. Kann man nicht einfach nur kopfen.
Tote auferwecken, ja. Beten, ja. Beten, genau. Lehre uns beten. Lehre uns beten. Taufen. Taufen. Liebe. Liebe, ja. Hat gesagt, hey, liebt euren Nächsten. Liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Vergebung. Vergebung. Er hat uns so viele Dinge gelehrt. Und das müssen wir in die Praxis umsetzen. Wir können nicht in der Theorie vergeben. Also, wir müssen... Das hört sich schon doof an. Das hört sich schon doof an, ja? Vergeben. Genau. Wir müssen dahin zu den Personen und das aussprechen oder das vor Gott aussprechen. Wir müssen das in die Praxis umsetzen, genau. Und natürlich, wenn wir das so hören, wir haben jetzt gehört, Kranke heilen, ja, Dämonen auszutreiben, Tote aufzuerwecken, den Nächsten zu lieben, Gott zu lieben, das sind mega viele Sachen. Und im ersten Moment kann uns das, kannst du das auch überfordern. Also, wenn ich das so lese, dann denke ich auch, hey, wow, das ist mega viel. Aber das Schöne ist, dass wir das ja nicht aus uns tun müssen, dass wir das nicht alleine tun müssen, sondern dass der Meister mit uns ist und dass er uns lehrt und uns hilft, das zu tun. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt. Und dann sehen wir noch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ein Jünger auch jemand ist, der in diese neue Bestimmung hineinkommt, ein Menschenfischer zu werden. Also jeder Jünger soll auch ein Jüngermacher sein. Geht nun hin zu allen Nationen und macht zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Jesus möchte, dass das Leben, das er uns gegeben hat, dass dieses Leben weiterfließt. Was passiert, wenn du Wasser stehen lässt? Wie? Faul. Es fängt an zu stinken. Und wer hat schon mal solches Wasser gerochen? Das ist ganz, ganz übel. Und ich denke auch in unserem geistlichen Leben, wenn wir das stehen lassen, dann fängt es an zu stinken. Ich sage oft, dann sind wir so zusammen, friedlich und höflich, und dann wird es friedhöflich. Weil kein neues Leben dazukommt. Wenn kein neues Leben dazukommt, wenn kein neues Leben in die Gemeinde kommt, wenn nicht Menschen zum Glauben kommen und jünger werden, dann wird es irgendwann einfach tot. Dann fängt es an zu stinken. Und das ist nicht das der Grund, warum Jesus uns noch auf dieser Erde lässt. Damit wir noch jünger machen können. Damit wir Menschen zu ihm führen können. Und Jesus sagt in Johannes-Evangelium, sagt er, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Ströme des lebendigen Wassers. Das möchte Jesus, dass Ströme des lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Und dass wir immer, dass das fließt, dass es nicht stehen bleibt. Was ist die Frucht eines Weizenkorns? Neue Ehre, Weizen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, sagt Jesus, dann bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, dann bringt es was? Viel Frucht. Viel Frucht. Aber wir müssen zuerst sterben. Wir müssen uns selbst sterben. Wir müssen unserer Selbstbestimmung sterben. Wir müssen mit Jesus. Jesus ist nicht nur für uns am Kreuz gestorben, sondern wir sind auch mit Jesus gestorben, wenn wir neu geboren sind. Amen. Wir sind mit Jesus am Kreuz gestorben. Und das ist eine tägliche Entscheidung, dass ich mein Leben ans Kreuz gebe und sage, Jesus, nicht ich, sondern du sollst mein Leben bestimmen. Und dann kann auch Frucht daraus entstehen. Und das Letzte, was hier in diesem Text, Matthäus 4, was mir aufgefallen ist, finde ich eigentlich das Schönste. Weil es nimmt uns eine enorme Last. Eine enorme Last. Jesus sagt nämlich, folge mir nach und ich will euch. Ja, das Alte aufgeben. Ja, Jesus als neuen Meister akzeptieren. Ja, Jesus nachfolgen. Unser selbstbestimmtes Leben aufgeben, ihn als neuen Meister anzuerkennen.
Aber all das können wir nicht aus uns heraus, sondern Jesus tut das in uns. Jesus möchte das. Es ist der Wille von Jesus. Und das finde ich mega schön. Als ich das so, ja, als mir das so ins Auge gestochen ist, habe ich einfach gedacht, das ist so schön. Jesus will das tun. Weil es kann auch schnell zu etwas werden, dass wir uns dann so, oh, ich muss jetzt ein super Jünger sein, ich versuche jetzt zu machen. Aber es ist nicht das, sondern es kommt alles aus dieser Beziehung mit Jesus. Alles kommt aus dieser Beziehung, aus dieser Nachfolge, aus diesem bei Jesus zu sein, mit ihm zu sein, von ihm zu lernen. Und er bewirkt diese Dinge in mir. Denn getrennt von mir, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Deswegen, alles muss aus dieser Beziehung herauskommen. Amen. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du uns zu Jüngern machen willst, dass du uns zu Menschenfischer machen möchtest, die andere zu Jüngern machen. Ich danke dir, dass es dein Wille ist. Brenne das in unser Herz. Brenne das in unser Herz. Und Herr, dass wir bei dir sind, dass wir von dir lernen, dass wir lernen von dir, Jesus. Auch an diesem Wochenende, Herr, wir wollen von dir lernen. Danke. Amen.